Na gut. Da ist Jasper. Hey, du bist gekommen. Komm, setz dich. Und? Wie kommst du zurecht? Muss schon ein komisches Gefühl für dich sein. Gerade noch Flüchtling auf der Suche nach einem besseren Leben? Und ehe du dich versiehst, läufst du mit einer Magiebegabung durch die Gegend, die selbst einen alten Magier wie Funkenschlag stutzig macht. Ehrliche Antwort, ich versuche das Ganze überhaupt erst zu begreifen. Du schlägst dich auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das mit dir weiterentwickelt. Aber erzähl mal, was hältst du von diesem Land, jetzt wo du ein bisschen Zeit hier verbracht hast? Ich stelle es mir als ziemliche Umstellung im Vergleich zu Meeren. Ist es auch. Es ist eine ganze Menge passiert. Jasper von den Geschehnissen erzählen. Na dann lass mal hören. Plauder, plauder, plauder. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, genau das ist auch der Grund, dass ich Tavernen so gern mag. Draußen kann passieren, was will. Hier drinnen stößt man immer auf Gelächter und gute Stimmung. Von all den schönen Männern und Frauen ganz zu schweigen. Hier merkt man jedenfalls nichts von dem Chaos draußen, das stimmt. Ich glaube, wir sind ja ein weiblicher Charakter, also müssen wir dann hier... Ein paar der Männer können sich tatsächlich sehen lassen, das stimmt. In der Tat. Wobei ich mich an Enderal mittlerweile auch schon fast wieder satt gesehen habe. Morgen läuft ein Schiff nach Kile aus. Und so wie es aussieht, wird es das letzte für eine lange Zeit sein. Mal sehen. Vielleicht haben sie noch einen Platz frei. Du willst gehen? Braucht dich der Orden nicht? Gerade mit all dem, was hier im Moment passiert? Naja, das war ja ohnehin alles mehr Zufall als gewollt. Der Orden brauchte jemanden mit Diskretion und Talent. Ich war im Lande. Fertig. Je, ich als Gesandter des Heiligen Ordens. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Haltet ein, Holdemaid. Befreit euch der Gewandung, auf dass wir gemeinsam in Malfas heiligem Licht baden können. Eigentlich gar nicht so übel, Dafür, dass auf der Welt alles den Bach herunterzugehen scheint, bist du jedenfalls ziemlich entspannt. Sehr überzeugend, wirklich. Wie schmeichelhaft. Aber weißt du, ich glaube, am Ende würde mir einfach sowohl der Pathos als auch der Idealismus für so einen Beruf fehlen. Ich weiß doch, wie die feinen Hüter dort oben über Söldner wie mich reden. Ich könnte 30 Jungfrauen vor einem wild gewordenen Myraden retten. Am Ende würde es heißen, ich habe es getan, um die Frauen ins Bett zu bekommen. Egal, was ich tue, für sie tue ich es aus niederen Motiven, weil ich ja ein käuflicher Halunke bin. Was sie dabei nicht verstehen, ist, dass es Ergebnisse sind, die zählen, nicht Absichten. Wie sagt der weise Eremit so schön, nichts ist dem Geretteten unwichtiger als der Grund seiner Rettung. Stimmt. Der einzige Unterschied zwischen einem Söldner wie mir und einem heiligen Hüter ist, dass ich mir wenigstens darüber bewusst bin, dass ich das, was ich tue, in erster Linie für einen Menschen tue. Und der bin ich selbst. Das klingt gut. Wie meinst du das? Naja, diese Helden und selbsterklärten Weltretter sind keinen Deut besser als jeder andere auch. Darauf will ich hinaus. Am Ende handeln wir alle immer so, wie es unserer Vorstellung von uns selbst entspricht. In anderen Worten, der Hüter rettet vielleicht die holde Maid vor den Banditen, aber am Ende tut er es, weil er sich gerne in einem bestimmten Licht sieht. Er hat eine Idealvorstellung von sich, ein Selbstbild. Und alles, was er tut, tut er, um dieser Vorstellung zu entsprechen. Weißt du, der Witz ist ja, dass gerade die Menschen, die sich höhere Motive auf die Fahnen schreiben, die wirklich gefährlich sind. Ist meistens so. Weil sie nicht einmal ansatzweise kapieren, was sie antreibt. Und das macht sie verdammt leicht zu manipulieren. Stimmt. Alles, was der fähige Hassprediger oder Tyrann dann noch tun muss, ist es irgendwie zu schaffen, diese Menschen dazu zu bringen, dass sie seine Ambitionen mit in ihr Selbstbild packen, beziehungsweise als ihre eigenen begreifen. Und zack, fertig ist die perfekte Marionette, die es kaum erwarten kann, sich für ihn in das nächste Schwert oder den nächsten Pfeilhagel zu stürzen. Es ist einfach so... idiotisch. Anders kann ich es nicht nennen. Die Welt wäre so viel besser, wenn die Menschen sich einfach mal eingestehen würden, dass es nicht,
den einen Grund für unser Hiersein gibt. Und dass sie wie jeder andere eben auch nur einer Sache hinterherjagen. Und die ist unser Eigen. Wenn jeder für sich selbst sorgen würde, wäre für alle gesorgt. Das sollten sich die Schnösel in ihren roten Gewändern da oben mal zu Gemüte führen. Mehr. Du willst also sagen, dass wir am Ende einfach nur glücklich sein wollen. Das ist der Sinn des Lebens? Yep. Freude suchen und Leid vermeiden, wie der weise Eremit so schön sagt. Und glaub mir, wenn du dir dessen erstmal bewusst bist, lebt es sich um einiges besser. Aber du musst doch irgendwelche anderen Ziele haben. Ich habe vor allem ein Ziel, und das ist, am Leben zu bleiben. Und wenn es sich einrichten lässt, bei Zeiten ein gutes Glas Wein oder eine schöne Nacht genießen zu können. Zum Verständnis. Du sagst, dass alles, was wir tun, von Selbstsucht getrieben ist? Ach je, du lässt es so dramatisch klingen. Was ich sage ist, dass sich hinter jeder Tat, egal wie selbstlos sie erscheint, in Wahrheit Egoismus versteckt. Aber das macht sie ja nicht schlecht. Stimmt. Wie kannst du dir denn sicher sein, dass es keinen anderen Grund für unsere Existenz gibt? Einen wahren Gott oder so etwas? Ich weiß nicht, nennt sein Gefühl. Jedenfalls glaube ich nicht, dass wir ihn, falls es ihn denn gibt, in vorverdauten Religionen und Philosophien finden werden. Und hey, ich werde der Letzte sein, der Nein zur großen Wahrheit sagt, wenn sie mich eines Abends nackt und mit wackelnden Brüsten besuchen kommt. Aber bis dahin suche ich lieber meine eigenen Antworten. Such zurück. So, was war mein interessanter Gedanke? Wahre Worte. Ich weiß ja nicht, die Welt so zu betrachten, klingt für mich irgendwie ziemlich ernüchternd, leer. Wahre Worte. Wie auch immer. Ich empfehle mich nun erstmal. War ein wirklich nettes Gespräch eben. Aber das Schiff nach Kile läuft morgen noch vor dem ersten Hahnenschrei aus. Und bis dahin will ich das Ganze nochmal überdachen. Okay. Bleib doch. Dieser Stadt fehlt es an gut aussehenden Söldnern. An gut aussehenden Nerimesinnen hat sie ja kürzlich dazu gewonnen. Vielleicht gleicht das den Verlust aus, wenn ich gehen sollte. Halt die Ohren steif. Mach's gut. Damit haben wir die erste Handlung mit Jasper haben wir hinter uns. Vielleicht treffen wir ihn nochmal. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir ihn nochmal finden würden und treffen würden. Oh, ich habe ja immer noch das Kram an. Mal eben so ganz blöd gedacht, weil so haben wir ja irgendwie keinen Schutz, ne? Habe ich jetzt alles an? Ich glaube ja. So müssten wir rumlaufen. Tja, aber in diesem Sinne, ich würde sagen, für heute machen wir mal Feierabend. Es war eine sehr, sehr schöne Aufnahmesession. Wir haben hier sehr viel in Erfahrung gebracht. Vor allen Dingen, es wurde so viel gequatscht. Meine Güte, das muss man erstmal alles verarbeiten, was man hier heute so alles aufgenommen hat. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze hier noch entwickelt mit unserem Arkanistenfieber und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir als nächstes machen sollten. Weil ich will eigentlich noch nicht dann gleich an der Hauptquest weitermachen, sondern ich gucke mal eben gerade. Gesucht in Flussheim. Da sind wir ja erst hergekommen. Das können wir also jetzt nicht machen. Klarwasserhöhle finden. Die Aschewitwe finden und bezwingen. Okay, das ist nichts. Also gesucht in Ark könnten wir machen. Oder hier. Das würde ich als nächstes machen. Wo wir die 10.000 Goldtaler bekommen. Weil dann können wir uns nämlich ein schönes Haus leisten. Aber die Frage ist ja, was wohl passieren wird, wenn wir das hier machen mit Max Schönenblutes.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Ich habe mir das jetzt auch schon ausgewählt. Ich will mal eben gerade gucken, wo das ist. Huch. L muss ich drücken. Okay. Da. Max Schönblutes Versteck. Vor Ark suchen. Das ist da. Na, da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht suchen wir dann auch schon in der Zeit die Eier. Apropos Eier suchen. Kann man hier irgendwie schlafen? Nur mal so ganz blöd gefragt, weil es ist ja Nacht, ne? Dann mache ich das nämlich noch. Okay. Hier sind auf jeden Fall Schlafmöglichkeiten. Deswegen sollte ich vielleicht mal... Wie spät ist es? Oh. 7.30 Uhr morgens. Okay, ich brauche gar nicht schlafen. Hätte ich vielleicht erst mal gucken müssen. So, ich setze mich jetzt hier wieder hin. Und wir haben hier gut gespeist, wie man sieht. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse. Und ich bedanke mich dafür, das wollte ich ja eigentlich mal zwischendurch erzählen, habe ich dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich hier zuseht und vor allen Dingen, dass so viele positive Kommentare gekommen sind in letzter Zeit, sodass mich das richtig anspornt, dieses Spiel weiterzuspielen und das mit einer richtigen Freude vor allen Dingen zu machen. Und ich genieße es ehrlich gesagt, dieses Let's Play nochmal gestartet zu haben, so dass man jetzt das ganze Spiel mal in Betracht zieht, durchzuspielen. Und läuft ja sehr stabil, wie wir sehen. Es sind manchmal so ein paar Macken drin, wie zum Beispiel die Vögel, die irgendwie am Himmel kleben und sich nicht mehr bewegen. Oder ein Baum, der einfach in der Luft schwebt. Solche Sachen halt, das sind einfach so Kleinigkeiten. Solange das Spiel nicht abkackt die ganze Zeit, ist alles in bester Ordnung. Und es nicht unspielbar ist dadurch. Okay, jedenfalls in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hier in der Aufnahmesession Nummer 7 wieder. Macht es gut, bis bald und tschüss. Wo habe ich das denn hingepackt? Ja, das weiß ich auch nicht und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Andrel. Etwas verspätet als normal, weil mal wieder ein bisschen Zeit verstrichen ist und ich keine Folgen mehr hatte und ich leider keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Und irgendwas stimmt da mit dem Fleisch nicht. Ich glaube, das hat in der Zeit angefangen zu leben, so lange wie wir nicht mehr aufgenommen haben. Und das sieht auch irgendwie ein bisschen pelzig aus, oder? Moment. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Warum sind hier eigentlich so viele... Warum ist hier eigentlich so viel Müll auf dem Boden? Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Hä? Was willst du? Ich will, dass ich... Ich soll weitergehen. Okay. Die läuft ja auch immer wie Falschgeld rum. Geht in den Flüsterwald und durchsucht die alte Nebelwacht. Ich warte in der Unterstadt auf euch. Ist in Ordnung, aber in der Unterstadt... boah, da wollte ich eigentlich nicht hin. Wir gehen mal kurz hier raus ins Fremdenviertel. Ich weiß, wir wollten beim letzten Mal irgendeine Quest machen. Da müssen wir aber, glaube ich, raus, so viel ich noch weiß. Wenn keine Musik und es lädt. Ganz verdächtig. Ah, jetzt. Schreitet wohl. Was stehst du denn hier vor mir? Boah. Erschreckend. So, dann wollen wir nochmal gucken. Findet Max schönen Blutes. Der neremische Geschlecht der Bodenburgs sucht Max schönen Blutes. Er setzt sich nach einem vorgetäuschten Tod auf Nerim nach Enderal ab und wurde bei einem Bauernhof in der Nähe des Ackerhafens gesichtet. Für seine Ergreifung wird eine Belohnung von 10.000 nerimischen Goldtaler in Aussicht gestellt. Max Schönenblutes Versteck vor Ark suchen. So, da wollen wir jetzt ja mal hin. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ach ja, das war hier draußen. Das heißt, ich muss durch das Westtor raus. Damit wir mit der Brücke, also über die Brücke gehen können. Und damit wir dann irgendwie auf die richtige Seite kommen. Na, wollen wir mal gucken. Tja, ich kann mir schon vorstellen, dass der Job langweilig ist, aber am helllichten Tag gähnen? Naja, wer weiß, was der für eine Schicht hat. So, Tür auf! Willkommen im Herzland. Dum. Was? Ich hab nicht gesummt. Ah, es geht weiter. Super! Ja, was gibt's denn, alte Socke? Obolus, der Herr. Okay, ich geb dir einen Groschen. Danke.
Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Bitte, bitte, dafür nicht? Was wohl passiert, wenn ich dem so viel gebe? Ob dann mein Charisma steigt, man weiß es nicht. Oh, der Jäger ist gerade wieder nach Hause gekommen, hat sich hier gerade hingestellt und das Schwein... ich wollte gerade sagen, das war wie ausgestopft, aber es hat sich doch bewegt. So, wollen wir doch mal gucken. Da hinten muss ich hin, ne? Da gibt es auch eine Brücke. Egal, ich gehe hier hinten rum. Da müsste ich ja eigentlich auch mit ans Ziel kommen. Oh, ich habe ja gar keine Waffe irgendwie ausgewählt. Ach so, Moment mal. Ah. Huch. Ich hatte ja Schnellwahltasten extra aktiviert, weil ich das ja sonst nie mache. Malfas zum Gruß. Grüßt euch. Was? Die Ziege steht ganz komisch da drauf. Das normale Ziegenverhalten, wie wir feststellen. Und jetzt sitzt sie in dem Fass. Das ist ganz normales Ziegenverhalten. So muss das sein. Gibt's denn hier was in dem Sack? Tatsache. Weizen. Komm, Weizen nehme ich mit. 3 Groschen nehme ich auch mit. Und ein Wein. Mensch, ist der zum Weinen. Ohoho. So, da oben fliegt ein Vögelchen. Ich wollte ja eigentlich mal probieren, ob ich die abschießen kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ob ich das... Was ist das denn? Ach, das ist ein gekleidetes Pferd. Ich dachte, was ist denn das hier Rotes? Sah irgendwie ein bisschen aus wie ein Ungetüm. So, Schmetterlinge, ich nehme euch auch mit. So als Zutat. Kann man euch immer gut gebrauchen. Hallöchen, Pferd. Stehlen? Nee, stehlen will ich dich nicht. Hier scheint Kai zu sein. Oh, was mache ich denn? Runter da. Entschuldigung. Ich wollte da nicht drauf. Aber irgendwie... ich weiß nicht. Ich gehe mal weiter. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so gekleidet ist. Könnte da das Lager sein? Ah ja, da sind Krabben. Aber den Krabben gehe ich mal aus dem Weg. Und da steht ein Hirsch. Man könnte es ja mal probieren, ne? Wow. Ich bringe ihn mal nicht um. Ich verscheuche ihn einfach mal. Was ist denn da oben? Ist das da ein Blutfleck? Tatsächlich, ich hab das so richtig gesehen von so weit weg. Huh! Wo? Na, wieso greifst du mich an, Fuchs? Oh, Hinterhalt. Es ist ein Hinterhalt. Na, ihr Straßendiebe. Huh! So, jetzt muss ich mich umrüsten. Wie wär's damit? Und nein. Hilfe! Lass mich in Ruhe! Okay, das hat ja schon mal geholfen. Fuchspelz, nehme ich gerne an mich. So, Straßendieb. Willst du wirklich kämpfen? Dann habe ich was für dich! Oh. Na gut, ich nehme mir mal den Bogenschützen vor. Ich glaube. Okay! Wow, na toll! So! Er schreit nein, nein. Er hat aber selber Schuld, dass er mich angreift. Also, dass ihr mich vor allem angreift, nicht nur du. Wo ist er? Hä? Boah. Der schießt aber scharf. Was liegt denn hier? Gesellenbuch, schwere Rüstung. Das nehme ich einfach mal mit und den Appel auch. Und hier ist eine schöne Statue. Und hier ist ein Ei. Hammervogelei. Hey. Wo ist der? Hä? Ach, da bist du. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. So. Dann nehmen wir mal jetzt die Eisenpfeile mit, den Dietrich, die 3 Groschen und das war's. Ich finde, das mit dem Rucksack sieht irgendwie toll aus mit diesem Outfit. Boah, das war jetzt aber echt... Das war jetzt aber echt hart. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Das ist eine Eispranke. Ich muss... Weißt du was? Ich gucke jetzt erstmal hier oben, bevor ich da runterlaufe. Was ist das hier? Alter, wie ekelig. Moment. Irgendwo habe ich eine Fackel. Ich weiß nur nicht mal wo. Achso, ich habe hier alles umgeswitcht. Das wollte ich natürlich nicht. Ich könnte auch hier ganz normal in das Inventar gucken. Aber... wollen wir nicht. Fackel. Boah! Ich wusste gar nicht, dass man die zerteilen kann. Ich glaube, das geht nur, wenn man es uncut hat, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob es hier überhaupt eine Möglichkeit gibt, das Spiel uncut zu machen. Ich weiß, bei den Fallout-Teilen geht das, aber hier, da bin ich mir sehr unsicher. Huch! Höh. Wein nehme ich mit. Aber sonst gibt es hier nichts, oder? Ja, noch ein paar Pilze hier. Mana-Pilze gibt es auch noch hier. Aber sonst? Ist mir ein Rätsel. Malphas Blüte. Ich finde das hier irgendwie nicht schlecht. Schick ist es auf jeden Fall. Und der scheint irgendwie eine Schlange besiegt zu haben. So wie er da steht. Will er sie abstechen. Sieht schon nicht schlecht aus. Und vor allem hier wieder ein Wasserfall. Noch eine Eispranke. Ich muss da hin. Irgendwie fängt das Spiel gerade wieder so ein bisschen an zu ruckeln. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht ist die Mod doch etwas instabil. Man weiß es nicht. Oder Fraps mag heute nicht richtig aufnehmen. Das kann auch sein. Aber die Festplatte ist noch nicht voll. Also da ist noch genug Platz. Da habe ich drauf geachtet. So. So müsste ich da hinkommen. Ich hoffe, ich rutsche da nicht runter. Weißt du, ich speichere mal eben. Boah! Hast du das gesehen, was, wie man da gerade abgedrängt wurde? Von der Strömung. Ich will da hoch. Nein! Ich will hoch. Nicht runter. Hoch. Ah, oh, geht doch. Ist das schön. So. Jetzt haben wir die Eispranke. Oh, ich bewege mich hier aber auch durch das Gebüsch und durch das Gestrüpp. So, und jetzt gehe ich da... Komm, ich nehme euch auch noch mit. Wenn ihr hier schon so rumfliegt, kann ich mir noch mal so einen kleinen Snack mitnehmen. Schmetterlinge. Lecker. So, dann nehmen wir uns da auch noch die Eispranke mit und dann... dürfte es erstmal... Da, Heilwurz. Her damit. Und noch einmal Heilwurz. Da scheint mal so ein Baum gewesen zu sein. Der hat mich jetzt auf jeden Fall sehr gut geheilt. Scheint so ein Heilwurzbaum gewesen zu sein. Oder wie auch immer die Heilwurz entsteht. Ich weiß es nicht. Und hier sind Särge. Oh oh. Oh oh. Tür auf. Hier waren wir schon. Wir erinnern uns. Ich will mal eben gucken. Ich habe natürlich mein ganzes Inventar voll mit irgendwelchem... Egal. Wo ist hier was? Da bewegt sich was. Was ist das denn? Ach! Ein Verlorener! Los! Okay. Hier müssen wir mal wieder ein wenig mit Blitzen arbeiten. Hui. Der kann aber nicht viel Blitze ab. Yeah! Ui, der fliegt aber schön weit. Super. Ich bin so froh, dass ich die Blitze habe. Aber das sage ich jedes Mal. Ich glaube, ihr könnt es schon nicht mehr hören. Hey, Terra! Erzähl doch nicht immer zu, dass die Blitze voll toll sind. Wir wissen es langsam. Oh je. So, was haben wir hier? Einen zugewachsenen Brunnen. Ich höre doch hier noch was.
Oder ist das einfach nur das Gerausche von da oben? Ich wusste es doch. Hier war noch was. Und zwar das Hammervogelei. Yippie! Da haben wir jetzt schon mal zwei. Ich glaube, wir brauchten vier, ne? Irgendwie so war das. Hier gibt es sogar eine Drachenfrucht. Nimm mal das alles mal so mit. Ach! Ist das vielleicht das Skelett, was ich hier höre? Wir schießen es einfach mal ab. Okay, das ist kein Skelett. Es ist einer von... Nee, es ist ein Skelett. Es hält aber viele aus, ne? Yeah! Oh. Alter, wie er gerade zerfetzt ist! Bams! Habt ihr das... Das war irgendwie krass gerade. Das sieht man ja normalerweise nicht, wenn man die Zeitlupe nicht hat. Und das finde ich jetzt schon schön. Wollen wir da mal rein? Alte Friedhofsgruft. Moment mal. Das hier ist die Friedhofsgruft. Gab's hier nicht sogar noch? Oh nein. Ich muss das Spiel mal wieder laden. Es ist mal wieder doppelte Musik zu hören. Und jetzt klingt der Sound ganz merkwürdig. Das macht mir ein bisschen Angst. Wollen wir da rein? Ne, da gehen wir jetzt nicht rein. Ich habe keinen Platz im Moment. Aber wir müssen da irgendwann mal rein. Kann ich das hier... Ja, ich kann das graben. Okay, wir schütten das Grab zu, wie ich gesehen habe. So, 5 Groschen. Alter, was ist denn das? Fest Lederharnisch. Der bringt uns gleich mal 2 Rüstungspunkte mehr. Dann nehme ich das nämlich mit und den Mana-Trank. Und dann werde ich jetzt mal die Rüstung, die ich jetzt habe, wegpacken. Oh, jetzt stehen wir hier in Unterwäsche. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Nein, die verschlissene Robe ist es nicht. Das ist auch nicht. Das hier wollen wir haben. Ja, das passt eigentlich... Naja, nicht so hundertprozentig zum Outfit, aber ich denke mal, wir können damit leben. Was bewegt sich hier? Diese Soundgeräusche sind einfach der Hammer hier. Wenn du das die ganze Zeit auf den Ohren hast, dann denkst du, es dich überfällt gleich irgendwas, wenn es dir auf der rechten Seite irgendwo knistert. Aha! Wieder mein Straßendieb! Boah, Alter! Bist du denn bekloppt? Wo ist der hin? Hier liegt er. Also der hat selber Schuld, aber der hat natürlich einen ganz schönen mächtigen Angriff gemacht. Und der versucht mich mit Pfeilen zu besiegen. So. Ich möchte ja eigentlich gerne mal das Schild, das Schwert ausprobieren. Okay, ich habe keinen Mana. Ist ja wieder super. Das braucht, glaube ich, ziemlich viel. Okay, wir machen das altmodisch. Mit dem normalen Schwert. So. Na? Du hast mich nicht getroffen. Oh, jetzt hast du mich getroffen. Na? Tschüss. Und da liegt sie. Und rutscht noch den Stein runter. So, wieder 20 Pfeile. Ein paar Dietriche. Den Langbogen brauche ich nicht. Die hat auch nicht wirklich was Berauschendes dabei. Und hier muss ich hin. Warum liegt denn... Haben die die Kuh gekillt? Die wollten bestimmt irgendeinen Festschmaus haben. Und hier liegt ein Zettel. Das Lager scheint eilig verlassen worden zu sein. Hm, ich kann mir gut vorstellen, warum. Wenn hier Diebe rumlaufen... Die haben hier bestimmt einen Überfall gemacht. Nehmen wir den Wein noch mit. So, da ist eine Notiz. Zauberbuch Kettenblitz. Kettenblitz habe ich. Oh, was sind das für ein Streitkolben? Boah. Warte mal. Wie ist denn das mit dem Eisen-Streitkolben? Hä? Habe ich... Ach so, man sollte vielleicht auch auf Waffen wechseln. Der macht 6 Schaden und der macht 7. Nee, der macht sogar 8. Dann nehme ich den mit... Und schmeißt dafür den Eisenstreitkolben weg.
Nein, wegschmeißen, nicht benutzen. So. Dann packen wir den mal dafür hin. Packen wir den da mal ganz unauffällig hin. So. Geld nehme ich natürlich mit. Ich weiß nicht, was mir das gerade gebracht hat, weil es gab wieder mal kein Geld. Und die Notiz lesen. Ja, aber die Notiz, die werden wir bei der nächsten Folge lesen. Unten im Geldbeutel war einfach nur heiße Luft. Und wir müssen ja ein bisschen für Ordnung sorgen, deswegen haben wir da den Streckkolben wieder hingelegt. Ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zum Endscreen. Und natürlich auch, ich verabschiede mich hier auch gleich wieder. Ja, ich habe mir endlich mal wieder gedacht, ich mache mal einen Endscreen, der einfach mal so ein bisschen was zeigt und vor allem Dingen, der ein bisschen Werbung auch noch macht für den Channel. Weil ihr könnt ja gerne da rechts auf das Gesicht drücken, da macht ihr einmal ein Abo bei mir. Und ich habe die Playlist hier bestimmt noch mit reingepackt. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann könnt ihr euch die rechts neben dem Video raussuchen oder ihr geht direkt auf den Channel und sucht euch das da raus. Und dann würde ich mich natürlich noch freuen, wenn ihr mal bei Twitch vorbeischauen würdet, bei Facebook, bei Twitter, etc. etc. Ja, einfach mal ein bisschen Eigenwerbung, mache ich sonst nie. Und ich werde auch nicht beim jedem Endscreen quatschen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Zettel lesen und weiter hineingehen in die Welt von Enderal. Bis dann. Tschüss.